So, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bedanke mich sehr herzlich für die schönen, netten Eingangsworte und Beschreibungen. Ich möchte jetzt bei meinem Vortrag mal beginnen, ein bisschen weiter ausholen, auch in die Geschichte, weil die Agrarmeteorologie auch schon eine sehr lange Geschichte hat. Im Prinzip, seit der Mensch Ackerbau betreibt, spielt das Wetter für den Menschen, für die Nahrungsmittelerzeugung eine riesengroße Rolle. So beginnen wir hier. Wenn wir in Chroniken schauen, zum Beispiel die Retzer Weinchronik, die da im 14. Jahrhundert ein Auszug hier zu sehen ist, ein paar Jahre uns anschauen, 1304, sehr trockener Sommer, Donau kann man durchwarten, dann 1310, sehr kalter Winter, das Getreide verdarbt gänzlich, die Käfer fraßen die Bäume und Weinstöcke ab, dann schon 1312 wieder Regen und Hagel, verwüsteten Feldern, Weingärten, Teuerungen Österreich, zwischendurch mal ein fruchtbares Jahr. Dann die Zeit der 1316, also 3 Jahre schon eine anhaltende Hungersnot, erreichte den höchsten Grad, alles verschmachtete und so weiter. Also da sehen Sie schon, wie sehr die Menschen in den agrarischen Gesellschaften früher die Nahrungsmittelerzeugung beschäftigt hat und wie eng sie mit dem Wetter verbunden waren. Und es ist auch heute noch so, dass geschätzt wird, dass ca. 80% der Lebensmittelproduktion unter freiem Himmel stattfindet und daher auch direkt von der Witterung global abhängig ist. Und ein weiterer Beweis dafür sind auch die Schadensmeldungen der österreichischen Hagelversicherung, wo Sie hier sehen, publiziert vom Grünen Bericht für das Jahr 2019, wo quasi flächendeckend in Österreich in den landwirtschaftlichen Gebieten Ereignisse wie Dürre, Hagel, Frost, Überschwemmung und Sturmschäden auftreten in der Landwirtschaft und zu entsprechenden Einbußen führen. Nun, wir erleben jetzt den aktuellen Klimawandel und wir sehen auch in den Ertragsstatistiken, die hier gezeigt sind für 4 verschiedene Länder in Europa, rechts oben Österreich für Winterweizen, dass wir bis zum Jahr 2000 circa mehr oder weniger einen linearen Anstieg der Erträge gehabt haben, Winterweizenerträge. Das gilt auch für andere Feldfrüchte in ähnlicher Weise. Und seit diesem Zeitraum, 2000 ungefähr, sehen wir eine Stagnierung der Erträge und auch relativ hohe jährliche Ertragsschwankungen, was auch mit dem Klimawandel in einen Zusammenhang gebracht werden konnte mit dem Auftreten von Extremereignissen. Der theoretische Hintergrund dafür ist das Wirkungsgesetz der Wachstumsfaktoren von Mitscherlich. Im Prinzip geht es darum, dass der zunehmende Produktionsmitteleinsatz zu einem höheren Ertrag führt und je mehr Einheiten man gibt, desto geringer wird der Ertragseffekt. Da gibt es dann irgendwo ein ökonomisches Optimum, das der Landwirt natürlich erreichen will. Aber die gesamte Höhe des potenziellen Ertrages wird letztlich bestimmt von den klimatischen Bedingungen, von der Witterung an dem jeweiligen Produktionsstandort, von den Bodeneigenschaften und von der Art der Produktionsmethoden, die zur Verfügung stehen. Es ist also variabel, der potenzielle Ertrag und der Klimawandel kann diesen potenziellen Ertrag letztlich auch verändern. Wenn wir über die Witterung ein bisschen zurückschauen, die letzten 500 Jahre hier dargestellt in Form von Dekaden, wo in den blauen Balken, blauen und gelben, die kalten, extrem kalten Jahre und die roten und grünen waren die Jahre über dem Durchschnitt hinsichtlich der Temperaturen und der Feuchte. Also Sie sehen also, dass innerhalb dieser sogenannten kleinen Eiszeit, das ist ja keine Eiszeit, eine kühlere Phase in unserer Warmperiode, sehen Sie, dass wir relativ hohe Witterungsschwankungen immer schon gehabt haben. Wir sehen da ganz am Ende die letzte Säule, sehen Sie dann die starke Zunahme der warmen Ereignisse, die durch die Klimaerwärmung, die derzeit stattfindet. Und ein Zeichen, dass die Witterung die Leute immer schon sehr beschäftigt hat, ist die Existenz der Bauernkalender. Sie gibt es ja schon seit 1500 ungefähr. Der Admonter Bauernkalender war ein Vorgänger. Mit dem Buchdruck wurde er sehr weit verbreitet und war dann sehr beliebt und wird ja bis heute, gibt es auch Ausgaben davon und ist auch immer noch genutzt. 1721 zum Beispiel wurde durch einen Buchhändler, der immerwährende oder 100-jährige Kalender geschaffen.
Bauernkalender beruhen auch und die Bauernregeln letztlich beruhen auf subjektiven und regionalen Beobachtungen der Natur. Also sie haben schon einen Beobachtungshintergrund und man versucht natürlich Witterung vorherzusagen, die wesentliche und auch die Auswirkungen der Witterung. Ja. Ist gedacht zur optimierten Planung landwirtschaftlicher Tätigkeiten und letztlich auch um Warnungen für mögliche Risiken also zu geben. Verknüpft auch mit Religion und Brauchtum und es ist auch ein 7-jähriger Zyklus des Wettergeschehens eingebaut, was natürlich nicht lange haltbar war. Aber trotzdem gibt es eben keine andere Möglichkeit, wenn man noch keine Messdaten zur Verfügung hat, darüber also mit dieser Möglichkeit zu nutzen. Ja. Heute ist übrigens auch ein Lostag, 28. April, eine Regel für Tirol lautet, friert es am Tag von St. Vital, friert es wohl noch am 15. Mai. Also heute friert es nicht, also ist kein Frost mehr zu erwarten nach dieser Regel. Aber wie gesagt, also das ist jetzt dann die Frage und das wurde auch untersucht wissenschaftlich. Gibt es verschiedene Studien, inwieweit die Bauernregeln zutreffen. Ich möchte hier nur eine Studie aus Österreich zitieren vom Wegener Center in Graz von 2006, wo man quasi empirische Witterungs- und Klimaregeln in der Region Oststeiermark und Graz näher untersucht hat, also wissenschaftlich ausgewertet hat. Also hat man also Witterungs- und Ernteregeln dazu betrachtet und eine umfassende regionale Befragung durchgeführt, Expertenanalyse betrieben und auch die Trend des Klimawandels, aktuellen Klimawandels entfernt. Die Ergebnisse waren so, dass 4 von den 26 Regeln quasi signifikant gestimmt haben und die 4 sind da hier angeführt. 2 davon betreffen eine Vorhersage des Wetters und 2 andere relativ logische Aussagen, zum Beispiel Aprilregen verheißt viel Segen. Das ist logisch, nicht, weil April, das ist vor der Hauptwachstumsphase der Nutzpflanzen, wenn da viel Wasser in den Boden kommt, ist die Wahrscheinlichkeit höherer Erträge sehr groß. Also, nun, die Studie hat auch ergeben, dass dann 4 von diesen 26 Regeln das genaue Gegenteil gesagt haben, was ja dann eingetroffen ist, auch signifikant. Also wir sehen, hier gibt es wahrscheinlich oder hat es Bedarf gegeben, solche Regeln objektivieren und quasi Messungen durchzuführen. Das hat begonnen mit den ersten Thermometern, wurde von Galileo Galilei 1612 erfunden, der noch mit Luft funktioniert hat. Dann ein Flüssigkeitsthermometer mit Alkohol und ein Quecksilberthermometer, den es seit 1714 gibt. Das war eigentlich im Prinzip dann die Zeit, wo die ersten Temperaturmessungen begonnen haben und es auch Aufzeichnungen davon gibt. In der letzten Ausgabe von Wetter und Leben, der Zeitschrift, die leider eingestellt wurde, wo sehr viele praktische Informationen, kleine also Studien zu Biometeorologie und so weiter zu finden sind, wurde auch ein Artikel publiziert zu der Forschung von Johann Gregor Mendel, den wir erkennen aufgrund seiner Vererbungsregeln. Er hat sich auch mit der Meteorologie relativ intensiv beschäftigt. Sie sehen hier die Literaturliste seiner meteorologischen Publikationen. Er hat über mehrere Jahre hinweg also die Jahreswitterung von Mähren und Schlesien analysiert und ausgewertet und an die Hohe Warte geschickt. Und er hat zum Beispiel publiziert auch als erster eine Beobachtung und Beschreibung einer Windhose. Des Weiteren hat er sich auch ein bisschen mit Agrarmeteorologie beschäftigt. Und zwar hat er da auch das publiziert, die Bedeutung der Wetterregeln für die Landwirtschaft. Und sie haben auch Versuche gemacht, wie sie die Landwirte in der Umgehung von Brünn vor Gewitter warnen, zum Beispiel, indem sie dann dort Fahnen vom Kirchturm rausgehängt haben. Also sehr frühe quasi Versuche, da mit objektivierter Beobachtung etwas in den Griff zu kriegen und mit Messungen auch etwas handfester zu machen. Hier sehen Sie das Beispiel der Publikation über die Windhose von Gregor Mendel und eine Abbildung, das den Jahreswitterungsverlauf von Brünn eines Jahres zeigt, die von ihm erstellt wurden. Wenn wir in diesem Raum bleiben, also Wien, hat es ein wichtiges Ereignis gegeben, 1873 auch, da hat der erste internationale Meteorologenkongress stattgefunden
wo auch der Beschluss zur Gründung der WMO stattgefunden hat. Und das ist wesentlich, weil das hat letztlich dazu geführt, dass man alle Wetterstationen weltweit standardisiert hat hinsichtlich der Messmethoden, womit also Klimadaten auch weltweit vergleichbar wurden. Ganz wichtig letztlich auch, war sehr wichtig für Geografen zuerst und letztlich auch für die Klimafolgenforschung heute ganz eine wesentliche Sache. Also einer der 8 Arbeitsbereiche der WMO ist auch Agriculture Meteorology, also die Agrarmeteorologie, aufgrund der heute noch weltweiten Bedeutung auch in der Landwirtschaft. Wir bleiben in Wien und jetzt auch wieder kommen wir zur BOKU zurück. Da hat es auch einen BOKU-Professor gegeben für Meteorologie und Klimatologie, der heute noch weltweit bekannt ist für seine Austauschtheorie. Er war der Begründer der Austauschtheorie, Wilhelm Matthäus Schmidt. Sein Hauptwerk der Massenaustausch in freier Luft und verwandte Erscheinungen, wo er eben beschreibt den Energieaustausch von der Oberfläche in die Atmosphäre und wie dieser turbulente Energietransport geschieht. Sie sehen da dargestellt diese Formel und rechts unten sehen Sie, wie heute dann das zum Beispiel der sensible Wärmestrom und der latente Wärmestrom auch mit Hilfe dieser Koeffizienten berechnet wird. Er war auch ein Pionier der Mikrolokalklimatologie, Bioklimatologie, hat also neue meteorologische Messmethoden entwickelt, er hat agrarmeteorologische und stadtklimatologische Messkampagnen durchgeführt. Zum Beispiel hat er in Guntramsdorf das erste engmaschige Netzwerk von Stationen aufgebaut, um das Frostgeschehen in den Weingärten näher zu untersuchen. Und letztlich, als er dann also Rektor der ZAMG wurde im Jahr 1930, also des Wetterdienstes in Österreich, hat er die erste landwirtschaftlich-meteorologische Tagung veranstaltet, an der 55 Leute, Experten aus allen Bereichen der Landwirtschaft teilgenommen haben. Und wenn Sie dann diese Beschreibungen durchlesen, das zeugt dann schon quasi von einem sehr guten Verständnis, wie wichtig auch die interdisziplinäre Vorgehensweise im Bereich der Agrarmeteorologie ist, nämlich dass die Pflanzenbauer mit einbezogen werden müssen, wie hier in der Vorbemerkung steht, und dass die Meteorologen quasi ihre Informationen und so in der Art verwerten müssen, dass sie auch nutzbar werden für den Landwirt, für den Pflanzenbauer. Wenn wir uns den Inhalt anschauen dieser Tagung, die da 1930 stattgefunden hat, und uns die einzelnen Punkte anschauen, die hier in Blau hervorgehoben sind, sind das die Bedeutung der Messnetze und der Bedarf für agrarmeteorologische Zwecke, die Möglichkeiten der kurz- und langfristigen Vorhersagen für die Landwirtschaft, dann die Art der Datenaufbereitung, Interpretation und bedarfsgerechte Veröffentlichung für Nutzer. Weiters die Einbeziehung mikrometeorologischer Parameter wie Temperatur, Feuchte über und im Boden, im Bestand. Der Einfluss der Geländeparameter auf das Kleinklima. Die Auswirkungen der meteorologischen Bedingungen auf Pflanzen wie die Phänologie. Weiters dann auch noch die Maßnahmen für die Optimierung mikroklimatischer Bedingungen wie Bekämpfungsmaßnahmen gegen Trockenheit und Frost und so weiter. Im Prinzip sind das alle Tätigkeitsbereiche, die heute noch für die Agrarmeteorologie wesentlich sind und ein zentraler Aspekt der Forschung und der Entwicklung von Methoden sind. Was hat sich also seither nicht verändert, ist der Bedarf, im Gegensatz zu heute, ist der Bedarf an agrarmeteorologischer Forschung im Rahmen neuer Herausforderungen, wie zum Beispiel des Klimawandels. Der weltweite Verbesserungsbedarf hinsichtlich des Transfers und effizienter Nutzung wetterbezogener Information hat sich auch nicht verändert. Der Trainingsbedarf der im Landwirtschaftssektor Beschäftigten ist nach wie vor sehr wichtig. Also die Nutzer von den Informationen müssen auch die Werkzeuge, Informationen, auch das Wetter und Klima ein bisschen verstehen und auch lernen, umzugehen mit den Werkzeugen, die man ihnen gibt heute. Die Herausforderungen für effizientere und treffsichere agrarmeteorologische Vorhersagen einerseits ist nach wie vor eine große Aufgabe. Weiters die zeitliche und räumliche Auflösung, Treffsicherheit und
von Monitoring, Vorhersagen. Und ganz wichtig, also das zentrale Problem nach wie vor heute, wahrscheinlich nicht nur in der Agrarmeteorologie, für alle Modellanwender, ist also die mangelnde Verfügbarkeit von qualitativ ausreichenden In-situ-Daten, die dazu eben gebraucht werden, um Modelle zum Beispiel zu parametrisieren, zu kalibrieren und zu validieren und letztlich also so anzuwenden zu können, dass sie brauchbare Ergebnisse liefern. Was hat sich seither verändert, seit dieser Zeit? Wir haben eine massive wissenschaftliche Weiterentwicklung und Diversifizierung vieler Fachgebiete, mit die in Bezug zur Agrarmeteorologie haben. Weiters haben wir den Wechsel von der analogen in die digitale Welt erlebt, in den letzten Jahrzehnten, was eben dazu führt, dass wir vor allem bei den Messverfahren, bei den Instrumenten, bei der Datenverarbeitung, Datenspeicherung, Datentransfer ganz andere Möglichkeiten haben. Wir haben die Möglichkeit, Simulationsmodelle, komplexe Modelle laufen zu lassen, um komplexe Systeme zu analysieren und zu verstehen und tiefergehend zu betrachten. Und letztlich führt das dann zu neuen agrarmeteorologischen Entwicklungen, Anwendungen wie Digitalisierung in der Landwirtschaft, wo auch die Agrarmeteorologie beitragen kann, technologische Entwicklungen wie Precision Farming und Fernerkundungsmethoden zählen da dazu. Nun, die interdisziplinäre Natur der Agrarmeteorologie ist ja nochmal zusammengefasst in einer Art Definition, die ich versucht habe. Die Agrarmeteorologie im weiteren Sinn ist die Wissenschaft von den direkten und indirekten Einflüssen der Witterung und des Klimas auf Nutzpflanzen und Tiere und Agrarökosysteme inklusive deren Wechselwirkungen. So. Die Wissensgebiete, die die Agrarmeteorologie berührt, wo es Überschneidungen gibt, mit denen sie interagiert, sind dann da unten aufgelistet. Das fängt dann natürlich an vom Kernbereich der Meteorologie und Klimatologie. Das geht dann über die Physiologie von Nutzpflanzen und Nutztieren, die Phänologie von Pflanzen und Tieren, Pflanzenbau, Pflanzenzüchtung, Nutztierwissenschaften, Botanik, Bodenkunde, ganz wichtig, weil Pflanzen auf dem Boden wachsen und das Klima mit dem Wasserhaushalt zum Beispiel interagiert, mit dem Boden und Hydrologie und Wasserwirtschaft, Agrarökonomie und Soziologie, ganz wichtig auch für sozioökonomische Bewertungen von Maßnahmen zum Beispiel oder von Planungen und letztlich Technologien, Messverfahren, Fernerkundungsmethoden und so weiter, die uns heute, neue Messtechniken und so weiter, die uns heute zur Verfügung stehen. Letztlich sehen wir, die Agrarmeteorologie ist eine angewandte Wissenschaft. Was erwartet man sich von einer angewandten Wissenschaft, dass sie einen gewissen Wert liefert? Was ist nun der Wert von Wetter- und Klimainformationen für die Landwirtschaft? Welche Bereiche haben wir hier zu nennen? Da gibt es kurzfristigen Aspekt der Witterungsbeeinflusste. Also diese Informationen können eben verwendet werden, um einen effizienteren Einsatz von Betriebsmitteln zu erreichen, Maschinendünger, Bewässerung zum richtigen Zeitpunkt, die richtige Menge zum Beispiel. Verhinderung von Schäden durch Witterungsereignisse, sehr populär durch Frostschutzmethoden, Trockenheit, Bewässerung und so weiter. Optimierung von Produktionsabläufen, der Arbeitsplanung wird auch vom Wetter gesteuert letztlich und die Vermeidung negative Einflüsse auf das Ökosystem, das wird immer wichtiger jetzt. Wir sehen, dass es massive Umwelteinflüsse auch von der intensiven Landwirtschaft gibt. Emissionen aus den landwirtschaftlichen Produktionsprozessen werden genauer angeschaut und können auch mit Hilfe von klimatischer Witterungsinformation besser abgeschätzt werden. Langfristig unter den Bedingungen des Klimawandels sehen wir Einfluss auf die Sicherung nachhaltiger Produktion, natürlicher lokaler Ressourcen. Rektor Hasenauer hat das am Anfang schon angesprochen. Dazu zählen Aspekte wie die Bodenfruchtbarkeit, die Wasserreserven für die Landwirtschaft, für die Bewässerung, die Reduzierung, Abschätzung von Produktionsrisiken und letztlich die Erhöhung der Resilienz der Nahrungsmittelproduktion. Es gibt verschiedene Studien, die diesen Wert von Klimainformationen auch abgeschätzt haben, eine quasi ökonomische Bewertung. Da gibt es verschiedene Studien, die hier aufgelistet sind, ganz kurz, also von verschiedenen Ländern bezogen auf verschiedene Skalen, wie auf den einzelnen Betrieb, bis hin zu regional, bis hin zu einem gesamten Land. Und im Prinzip also
bezogen immer auf die Landwirtschaft. Und es ist durchgehend, wir sehen ja auf der Spalte, wo die roten Zahlen sind, positive Bewertungen. Also Klimainformation bringt für die Landwirtschaft immer etwas im verschiedensten Ausmaß. Zum Beispiel in Kroatien hat man abgeschätzt 5 bis 10 Millionen Euro pro Jahr ökonomischer Benefit für die Landwirtschaft. Und wenn man dann die Extremwetterereignisse mit einbezieht, die zum Teil dann auch verhindert werden können, bis zu 130 Millionen Euro pro Jahr. Ja. Und das ist sicher nicht zu tief gegriffen, wenn wir die Schadenszahlen zum Beispiel der Hagelversicherung jedes Jahr anschauen, was da ein Potenzial ist, um Schäden zu vermeiden. Und gut, es gibt auch für Österreich dann zwei Studien, die ich noch kurz nennen möchte, zum Beispiel eine für die Wasser. Nachhaltige Wassernutzung im Ackerbau, die also von den Kollegen der Agrarökonomie auf der BOKU durchgeführt wurde, also die ergeben haben 13 bis 99 Euro pro Hektar pro Jahr. Und aus dem Bereich des Pflanzenschutzes gibt es sehr viele Berichte, dass also eine genaue Vorhersage von Schädlingsauftreten und Krankheitsauftreten sehr viel Kosten einsparen kann, indem man zum Beispiel weniger Spritzungen, gezieltere Behandlungen durchführen kann. Wir verwenden in der Agrarmethodologie auch aufgrund der Interdisziplinarität-Systemmodelle. Also ein wichtiger Aspekt sind die Anwendung auch von Wachstums- und Ertragsmodellen, die heute schon also zunehmend von verschiedenen Gruppen auch und Kollegen auch verwendet werden, auch an der BOKU. Es sind eben Simulationsmodelle, die prozessorientiert mehr oder weniger das Wachstum von Pflanzen nachvollziehen auf Tagesbasis und dann also detailliert alle Prozesse, alle wesentlichen Prozesse simulieren können. Die Natur ist natürlich sehr komplex. Ein Modell ist immer eine Vereinfachung und ist mit Unsicherheiten verbunden. Aber das sind Tools, die deswegen auch sehr mächtig sind, dass wenn sie einmal gut kalibriert sind oder validiert sind, dass man eben mit denen sehr viele Szenarien rechnen kann. Man kann sehr viel Wissen dadurch gewinnen, das nicht möglich wäre, wenn man das zum Beispiel aufgrund von Feldversuchen machen müsste. Die Skalen, auf denen wir uns bewegen, hier im Bereich der agrarmeteorologischen Modelle, sind auf Tagesbasis bei mikroklimatischen Modellen, auch in kleineren Zeitskalen hinein, aber in der Agrarmeteorologie typischerweise auf Tagesbasis und auf der Ebene des Feldes, eines durchschnittlichen Feldes oder eines Betriebes von einem Landwirt. Wenn man in die Flächen geht, es gibt viele Simulationen heute, die größere Regionen simulieren bis hin zu global. Da werden dann in flächenbezogene Inputdaten dazu verwendet, die zum Teil aus der Fernerkundung stammen, aus Bodenkarten und so weiter und mit Hilfe von geografischen Informationssystemen dargestellt werden. Ein großes Problem ist immer bei diesen Anwendungen, dass wir einen Kompromiss finden müssen. Es gibt einfache Modellansätze, es gibt komplexe Modellansätze. Je komplexer ein Modell wird, desto genauere Eingabedaten brauche ich für das Modell. In der Praxis für die Landwirtschaft, sprich für die agrarmeteorologischen Anwendungen, ist das oft nicht der Fall, dass ich genaue Kenntnisse über alle möglichen Bodenparameter von einem Feld habe, damit ich ein komplexes Modell anwenden kann. Das ist also quasi nicht realistisch. Daher verwendet man dort oft vereinfachte Modellansätze, wo ich quasi einen Kompromiss mache zwischen der verfügbaren Datenbasis, die in gewisser Qualität vorliegen muss, und der Vereinfachung eines Modells, wo die Gefahr besteht, dass ich manche Parameter vernachlässige und damit die Unsicherheit wieder ansteigt. Irgendwo gibt es dann in der Mitte ein Optimum, das für bestimmte Anwendungen jeweils gefunden werden muss. Die Eingabedaten dieser Modelle, dieser Nutzpflanzenmodelle, sind dann üblicherweise natürlich die Bodeneigenschaften, die Witterungsparameter selber, die Pflanzendaten, Pflanzeneigenschaften und das Crop-Management. All diese Parameter sind also nötig, damit ich die Wachstumsperiode einer Nutzpflanze nachsimulieren kann. Nun, bezüglich der Wetterdaten, die man dazu verwendet, also gibt es natürlich auch immer wieder Probleme. Meistens bekommen Modellnutzer Daten von irgendwoher und wenn man Daten nicht versteht, besteht die Gefahr, dass also etwas modelliert wird oder simuliert wird
was aufgrund der Daten nicht stimmen kann oder nicht oder einen Bias hat, eine Abweichung hat. Das bezieht sich zum Beispiel auf die Homogenität von Zeitreihen bei Klimadaten, also Brüche in den Messreihen, die entstanden sind durch irgendwelche Umstellungen von Stationen, Umstellungen der Technik oder indem sich die Umgebung einer Station verändert hat. Die Genauigkeit von Messdaten aufgrund der Messtechnik und letztlich auch der Standort der Messung, sprich messe ich auch dort, wo ich die Information brauche, zum Beispiel für ein mikroklimatisches Modell. Das muss alles zusammenpassen, damit auch letztlich die Simulationsergebnisse eine gewisse Präzision aufweisen. Der Boden ist nicht unwesentlich bei diesen Simulationen, weil Pflanze steht auf dem Boden, sie nutzt das Bodenwasser, die Nährstoffe aus dem Boden. Und wir kennen natürlich eine sehr große Heterogenität, die in den Bodeneigenschaften auftritt, in sehr kleinen Skalen schon, wie zum Beispiel durch die Bodenbearbeitung verursacht. Sie sehen hier ein Beispiel der unterschiedlichen Lagerungsdichten des Bodens durch die Pflugarbeit. Das beeinflusst dann natürlich das Wurzelwachstum der Nutzpflanzen darauf sehr stark. Also, und die Modelle können diese Dynamik, diese kleinräumliche Heterogenität noch heute nicht nachvollziehen. Ja, das wird sehr empirisch simuliert, die Tiefe des Wurzelwachstums, die Verteilung der Wurzeln zum Beispiel. Hier gibt es auch sehr viel Forschungsbedarf. Die natürliche Heterogenität des Bodens sieht man auch hier an einer Sondierung von einem Versuchsfeld an der Versuchswirtschaft in Groß-Enzersdorf. Das zeigt die Tiefe des A-Horizontes in einem Feld von 50 mal 100 Meter, also ein typisches kleines Versuchsfeld. Aber da sehen Sie schon, es ist wichtig, hier zum Beispiel, wenn man Bodenanalysen macht, wo genau die Bodenproben entnommen werden. Ja, deshalb muss man auch normalerweise viele Wiederholungen nehmen, damit man einen halbwegs guten Durchschnittswert bekommt. Also diese räumlichen Variabilitäten sind immer wieder ein Problem, auch bei Modellierungen, wenn es auf Präzision hingeht. Die Simulation des Wachstumsprozesses gestaltet sich folgendermaßen. Ich gehe nur kurz ein auf das Konzept dieser Simulation. Es gibt da das Konzept der stufenweise Einführung in die Modelle der also limitierenden Wachstumsfaktoren. Die einfachste Stufe am Anfang ist Strahlung, Temperatur und CO2 als limitierende Wachstumsfaktoren und die Annahme ist, dass alle anderen Wachstumsfaktoren wie Nährstoffe und so weiter im Optimum sich befinden. Und das sehen Sie hier im grünen Bereich. Das ist die Stufe 1. Wenn man zur Stufe 2 weitergeht, das ist, wenn man das Wasser als limitierenden Faktor dazu nimmt in der Simulation, dann kommt eben die Simulation des gesamten Bodenwasserhaushaltes und Wasseraufnahme durch die Pflanzen dazu in dem Modell. Das sind typischerweise dann die Stufe 2, mit der wird typischerweise simuliert. Dann kommt nächste Stufe, wäre dann auch also die Nährstoffsimulation von Stickstoffbilanz und so weiter. Nun, wenn Sie hier nur auf diese Grafik schauen, will ich nur auf eines hinweisen, zum Beispiel der Einfluss der Temperatur. Die Temperatur hat gleichzeitig Einfluss auf verschiedene Prozesse. Das eine ist einmal, sie hat Einfluss auf die Transpiration, auf die Verdunstung von Wasser. Sie hat Einfluss auf verschiedene physiologische Prozesse, wie zum Beispiel die Photosynthese und den Biomasseaufbau. Getrennt davon hat sie einen starken Einfluss auf die Phänologie der Pflanzen, auf die Entwicklung. Und letztlich dann einen weiteren Einfluss auf die Atmung, die Erhaltungs- und Wachstumsatmung der Pflanzen. Also ein Faktor, der gleichzeitig verschiedene Prozesse innerhalb der Pflanze beeinflusst, wo es verschiedene Sensitivitäten zur Temperatur gibt. Also sehr komplex, also das ist quasi ein Prozess, den man so nicht mehr verstehen kann. Also mit unserem Denken, da braucht man eben komplexe Modelle, um solche Prozesse dann näher zu analysieren. Die Energiebilanz ist etwas zentral für die Meteorologie und auch für die Agrarmeteorologie sehr wichtig, auch für diese Modelle wesentlich, auch besonders in Bezug zur Berechnung der Verdunstung von Wasser und zum Verständnis vieler anderer agrarmeteorologischer und meteorologischer Phänomene. Die Energiebilanz, Sie sehen hier, Sie hier angeschrieben, ist relativ einfach zu verstehen, es ist die Energie aus der Sonnenstrahlung, die netto an einer Oberfläche zur Verfügung steht und wird umgesetzt in verschiedene Energieströme, den Bodenwärmestrom, den sensiblen Wärmestrom,
das ist die Erwärmung der Luft, und den latenten Wärmestrom, das ist die Verdunstung. Also wir haben das vorher beim Professor Schmidt gesehen, mit dem Austauschkoeffizienten werden eben diese latenten und sensiblen Wärmeströme auch berechnet werden, durch Messungen bestimmt werden. Und ein kleiner Teil Speicherung in der Biomasse. Nun, entscheidend ist es, dass vor allem die Verdunstung einen starken Bezug hat zur Wasserbilanz, weil in der Wasserbilanz auch die Verdunstung ein wichtiger Term ist. Sprich, die Meteorologie, das Wetter, die Strahlung hat über die Energiebilanz letztlich Einfluss auf die gesamte Wasserbilanz von Pflanzenbeständen und überhaupt. Die Verdunstungsberechnung wurde über die letzten Jahrzehnte perfektioniert und man ist letztlich bei einer sehr physikalisch fundierten Gleichung gelandet, sogenannte Behmen-Montis-Kombinationsgleichung für die aktuelle Verdunstung, tatsächliche Verdunstung für bewachsene Oberflächen. Die funktioniert sehr gut, wenn man alle Parameter, die darin enthalten sind, gut kennt. Im Prinzip sind da drinnen die Strahlungsbilanz, der Bodenwärmestrom, das ist auch die verfügbare Energie letztlich für die Verdunstung. Dann haben wir das Sättigungsdefizit der Luft, das ES minus EA. Und die übrigen Parameter, ja, das ist das RA, das RS hier, der aerodynamische und der Bestandeswiderstand gegen die Verdunstung. Und das sind jetzt leider Parameter, die äußerst dynamisch sind, sich kurzfristig verändern können und die sehr schwer zu bestimmen und zu messen sind. Daher ist diese Formel für die Verdunstungsberechnung jetzt für praktische Anwendungen eher ungeeignet. Deshalb hat die FAO sich bemüht, eine vereinfachte Version zu entwickeln, die Sie hier sehen. Das ist eine davon abgeleitete empirische Gleichung auch für die aktuelle Verdunstung, und zwar für eine Grasoberfläche, die quasi ohne Wasserstress ist, die keine Wassermangel hat. Die kann man jetzt relativ einfach anwenden, weil hier braucht man nur mehr Daten, also die letztlich auch von Wetterstationen verfügbar sind oder leicht davon abgeleitet werden können, wie die Temperatur und der Wind, der jetzt da zum Beispiel auftritt. Man rechnet dann ganz einfach mit Hilfe von Korrekturfaktoren die Grasoberfläche um in bestimmte Nutzpflanzenarten, die sich in einem bestimmten Entwicklungsstadium befinden, mit einem Korrekturfaktor über die Phänologie und dann noch mit einem Korrekturfaktor für Verhältnisse, wo das Bodenwasser abnimmt und Wasserstress auftritt. Gut, nun noch einige Beispiele aus der agrarmeteorologischen Forschung an unserem Institut. Sie werden merken, wir setzen sehr häufig also Algorithmen, Indikatoren und auch Prozessmodelle ein in der Forschung. Ein relativ einfacher Indikator, ein Temperatursummenindex für den Wein, sehen Sie hier, angewendet für drei Messstationen in Österreich, und Sie sehen hier quasi zugeordnet verschiedene Weinsorten auf der rechten Seite, die verschiedene Temperatursummenansprüche haben. Und so sehen Sie hier die Entwicklung dieses Indexes und so sehen Sie dann, dass zum Beispiel die Station Kremsmünster, die untere Linie, jetzt in die Region kommt, wo man dann schon die ersten Weinsorten klimatisch gesehen wieder anbauen kann, zum Beispiel den grünen Veltliner. Und andere Weinbauregionen wie hier in Wien kommen in Bereiche, wo dann Sorten möglich sind, die bisher nur in wärmeren Gebieten wie in Spanien möglich waren. Also das ist ein gutes Beispiel für den Einsatz des Indikators. Das kann man dann auch die Fläche umrechnen und in GIS in Karten darstellen. Eine ähnliche Abbildung sehen Sie hier von so einer Kartendarstellung, wo man quasi so einen Indikator, der sich auf Temperaturansprüche und Niederschlagsansprüche im saisonalen Verlauf von bestimmten Nutzpflanzentypen bezieht. Da sehen Sie rechts unten die Berechnung für die Periode 1961 bis 2000 und dann links oben für ein Klimaszenario 2050er Jahre, wo es de facto im Durchschnitt um 2 Grad wärmer wird. Und Sie sehen dann, dass sich da die Farben stark ändern. Was bedeuten die Farben? Hier unten die gelbe Farbe ist also klimatisch gesehen die größte Produktivität von Getreide. Rot, hellrot ist die Zuckerrübe, dunkelrot ist der Mais. Sie sehen, dass die klimatischen Bedingungen für die wärmeliebenden Nutzpflanzen sich deutlich ausbreiten.
was letztlich dann die Landwirte dann auch vermehrt anbauen, weil das Heiß bedeutet auch mehr Produktivität dieser Pflanzen. Das führt zu, kann natürlich führen und zu massiven Landnutzungsänderungen innerhalb der Landwirtschaft. Ein Beispiel von als Ergebnis ist der Anwendung von prozessorientierten Modellen sehen Sie hier für das Machfeld für verschiedene, die fünf wichtigsten verschiedenen Bodentypen gerechnet, für Sommergerste die Entwicklung der Tage mit Anzahl von Trockenstress unter den gegenwärtigen Bedingungen unter den 2050er Jahren Klimaszenario. Hier sieht man also, dass generell unter diesen bestimmten Klimaszenarien die Stress zunimmt, die Trockenheit quasi zunimmt für die Pflanzen auch und mehr Stress auftritt. Letztlich sehen wir auch aus diesen Ergebnissen, dass es zunehmende räumliche Diversifizierung zwischen schlechten und guten Böden kommt durch diesen Effekt. Ein anderes Beispiel hier mit einem anderen Wachstumsertragsmodell gerechnet, also das Aquacrop-Modell angewendet hier. Da sehen Sie eine Berechnung des Wasserfußabdruckes. Er bezieht sich quasi auf den Wasserverbrauch von Nutzpflanzen bezogen auf das geerntete Produkt, auf den geernteten Anteil, zum Beispiel auf den Getreideertrag. Generell kann man hier auch sehen, dass verschiedene Nutzpflanzen sehr unterschiedliche Fußabdrücke haben bezüglich des Wasserverbrauchs pro Kilogramm geernteten Produktes. Das sind hier angeführt Mais, Kartoffel, Zuckerrübe, Sommergerste und Winterweizen zum Beispiel. Man sieht aber dann, wenn man sich ganz die linken drei mit den rechten drei Blöcke vergleichen, dann sehen Sie, dass unter den Klimaszenarien von RCP 8,5 hier der blaue Wasserfußabdruck zunimmt im Vergleich zum grünen. Was heißt das? Der grüne Wasserfußabdruck, da kommt das Wasser für die Pflanze aus dem Niederschlag und bei dem blauen kommt es aus der Bewässerung. Dieser Nutzungen quasi heißt, das heißt, um den Ertrag halten zu können, muss ich in Zukunft mehr bewässern, je nach Nutzpflanze aber unterschiedlich. Wir haben in den letzten Jahren auch viel gearbeitet mit Schädlingsmodellen, besonders in Kooperation mit der AGES, mit der Landwirtschaftskammer, die viele Daten auch zur Verfügung haben von Beobachtungen, wo es uns gelungen ist, auch Schädlingsmodelle neu zu entwickeln und zu verbessern im Vergleich zu den bisher genutzten Modellen. Hier sieht man quasi als Beispiel des Traubenwicklers, zwei Arten des Traubenwicklers, das quasi hier die blauen Blöcke, das ist das neu entwickelte Modell, das ist nämlich eine sehr geringe Abweichung in der Bestimmung des Erstauftretens in Tagen hat im Vergleich zu den bisher verwendeten Modellen, die auf reine Temperatursummen sich beziehen, während das neue Modell bezieht sich zum Beispiel bezieht auch andere Witterungsparameter mit ein, die letztlich auch nur mitwirken und nicht nur die Temperatursummen alleine. Ein weiteres Beispiel aus diesem Bereich ist also die Entwicklung eines Modells für die Drahtwürmer und im Speziellen hier für das Schadpotenzial von Drahtwürmern bei Kartoffeln. Also die Anzahl der befallenen Kartoffeln können wir regional fürs Weinviertel hier kalibriert auch schon ganz gut nachvollziehen. Auch ein neues innovatives Ergebnis aus diesem Bereich. Wir haben auch in letzter Zeit eine Bodentemperatur entwickelt, ist im Prinzip nichts Neues, aber es ist speziell angepasst für agrarmeteorologische Bedürfnisse. Also wir können in diesem Bodentemperaturmodell also die dynamische Entwicklung der oberflächlichen Biomasse, die sich stark auf die Bodentemperatur auswirkt, erfassen, aber auch Bodenbearbeitungseffekte, wo sich das Bohrenvolumen verändert. Schneedecken, Bodenfrost, das alles wird in diese Berechnung mit einbezogen, mit einer relativ guten Modellgüte und relativ geringen Abweichungen. Und auch mit relativ wenigen Witterungsdaten als Eingabeparameter ganz gut funktionierend, letztlich anwendbar auch in der Praxis. Nun, verschiedene Anwendungen der Agrarmeteorologie benötigen immer wieder auch Messkampagnen.
Sie sehen hier ein Beispiel einer Messkampagne, die wir in den letzten, vor einiger Zeit schon durchgeführt haben, und zwar die Quantifizierung des Windschutzeffektes einer Hecke im Machfeld. Das ist jetzt auch im Rahmen des Klimawandels ein ganz heißes Thema, weil wir wissen schon aus Forschungen des letzten Jahrhunderts sehr gut, dass Windschutz bedeutet auch Reduzierung der unproduktiven Verdunstung, besonders wichtig in Trockengebieten. Und wir sehen hier, wenn man einmal quasi diese Ergebnisse, Messergebnisse anschaut, dass in diesem Beispiel zum Beispiel 20 Meter Abstand im Lehbereich der Hecke, wir haben um 25%, um ein Viertel weniger Verdunstung haben. Und gleichzeitig bei höherem Ertrag der Nutzpflanzen in diesem Bereich. Das heißt, eine massiv verbesserte Wassernutzungseffizienz. Und hier wird es natürlich in Zukunft auch Diskussionen geben, wie kann man Landschaftselemente, zum Beispiel im Machfeld, in Trockenregionen, dichter oder besser gestalten, um solche positiven Effekte zu erzielen, um die Wassernutzungseffizienz der Produktion zu erhöhen. Man kann dann auch wieder diese mikroklimatischen Modelle dazu verwenden und verschiedene Szenarien durchzusimulieren. Zum Beispiel, man kann simulieren den Windschutzeffekt einer Hecke kombiniert mit dem Schneeakkumulationseffekt und so weiter. Verschiedene Windgeschwindigkeiten kann man da anschauen. Und wir haben das jetzt gemacht, auch unter einem Klimaszenario. Das hat dann ergeben, dass wir im Bereich des Heckeneffektes, das ungefähr die achtfache Höhe der Hecke ins Feld hinein, kann man diesen Windschutzeffekt messen, führt das im Durchschnitt zwischen 10% und 15% höheren Ertrag bei den Nutzpflanzen. Und das ist genau der Bereich auch, wo wir dann sagen, wo wir dann von den Klimaszenarien her wissen, das könnte bei einem Klimaszenario, wo es nicht mehr regnet, sondern weniger, genau dieser Effekt sein, der den Ertragsverlust ausgleichen kann. Also durchaus positive Effekte im Rahmen des Klimawandels. Weiteres Beispiel sind Geländeeffekte, die wir hier für den Weinbau in einem Projekt bestimmt haben, in Form von Transektmessungen in das Gelände hinein, wo wir mikroklimatische Parameter über 3 Jahre gemessen haben und davon abgeleitet haben, dann hochaufgelöste mikroklimatische Karten für Weingärten, wie hier im Bereich von Carnuntum sehen Sie jetzt die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit in den Weingärten vom Juni, im Juni im Durchschnitt. Und da sehen Sie eben dort die eher trockeneren Bedingungen für den Weinanbau. Bezüglich der Krankheiten sehr wichtig. Ein anderes Beispiel aus diesem Projekt sehen Sie hier wieder der Haglen-Index verwendet, also Temperatursummenindex für Wein. In verschiedenen Farben hier dargestellt, rot in den unteren Bereichen der Täler sehen Sie also höhere Temperatursummen, wenn wir in die Höhe gehen, geringere Temperatursummen für den Wein. Die Weingärten sehen Sie hier innerhalb dieser blauen Abgrenzungen. Das sind die Weinanbaugebiete, relativ geschlossen. Wir haben auch versucht, hier zu bestimmen, wo die Frostlagen sind. Also wo kann Spätfrost auftreten in Form von Kaltluftseen? Typische Spätfrostereignisse im Frühjahr, das ist die punktierte Fläche. Und da sehen Sie hier ein Beispiel, das haben wir sogar überprüfen können. Mit diesem Pfeil sehen Sie diesen Bereich hier, ein kleines Seitental in Göttelsbrunn, im Osten von Wien. Sie sehen hier, dass die Frostlage da ein bisschen hineinreicht und im Jahr 2012 hat es da auch ein Frostereignis gegeben. Da sehen Sie, dass tatsächlich hier in dieser Niederung Frostschaden aufgetreten ist und weiter oben am Hang kein Frostschaden mehr war. Also eine durchaus nützliche Information für Landwirte, auch also hinsichtlich Planungen, Anbauplanungen für Anwendungen. Nun zum Schluss noch, was wir entwickelt haben in den letzten Jahren, ist auch ein sogenanntes agrarmeteorologisches Risikoinformationssystem, das verschiedene Indikatoren rechnet bezüglich wetterbedingter abiotischer und biotischer Risiken. Hier geht ein in einem GIS-Modell, in einem geografischen Informationssystem quasi, ein digitales Höhenmodell, Wetterdaten auf Tagesbasis in Gitterformen, 1 Kilometer Auflösung, das sogenannte Inka-Produkt der ZAMG,
Bodendaten, die nutzbare Feldkapazität errechnet aus der E-Bod, Landnutzungsinformationen und so weiter. Sie sehen unten hier die verschiedenen Projekte, die im Rahmen, in dessen Rahmen dieses System entwickelt wurde und weiter wird, mit verschiedenen Kooperationspartnern, die auch beteiligt waren. Ja, und Beispiele davon, wie die Darstellung und Ausschauen der Ergebnisse. Hier ist ein Beispiel einer Kombination der Berechnung der Apfelblüte, also Beginn und Dauer der Apfelblüte wird hier simuliert und der Zusammenfall mit einer Frostperiode, was das Frostschadensrisiko ergibt für den Apfel. Das war hier für den 28. 4. April, also quasi wie am heutigen Tag, hat es 2016 sehr starkes Frostereignis gegeben. Und Sie sehen hier in Rot die Regionen, wo es starke Frostschäden gegeben hat, Gelb nur eher in Kaltluftseen, in ungünstigen Lagen und in Grün die Regionen, wo es keinen Frostschaden gibt nach der Simulation. Hat aber auch ganz gut zur Realität gepasst. Und innerhalb dieses Systems rechnen wir auch ein Trockenheitsmonitoring-System, das auf Nutzpflanzen bezogen, also die Bodenwasserverfügbarkeit, die aktuelle, berechnet. Das sehen Sie hier vom 25. April, die letzte Karte. Wir sehen hier im Osten von Österreich in der oberen Bodenschicht, obersten 10 cm teilweise stärkere Trockenheit. Heuer noch relativ wenig ausgeprägt, weil es relativ kühl war, obwohl wir unterdurchschnittliche Niederschläge gehabt haben. Nun zum Abschluss, wirklich dann komme ich zum Ende. Die BOKU, die Lehrangebote von unserem Institut mit agrarmeteorologischen Inhalten. Da gibt es jetzt einmal zwei Vorlesungen in Englisch, Agrarmeteorologie und die Agrarmeteorologie in Praxis, die jetzt auch im Rahmen der Professur neu geschaffen wurde, jeweils in Englisch. Dann haben wir die Meteorologie für Pflanzenwissenschaften, die auch im Sommersemester stattfindet und letztlich die Messmethoden des Systems Boden, Pflanze, Atmosphäre, wo wir meteorologische und agrarmeteorologische Messmethoden in der Praxis und nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis kennenlernen. Und andere Beiträge zu anderen Vorlesungen an der BOKU gibt es natürlich auch. Ja, Sie sehen hier so ein Beispiel aus der Lehre, agrarmeteorologische Messungen im Feld, in den Weingärten. Ein ganz wichtiger Aspekt ist hier durchbegreifen, lernen, um Messdaten interpretieren zu können. Das ist uns ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch weiterhin betonen wollen, weil wir sehen, dass also die Leute, die Wissenschaftler, die Modellierer auch die Daten verstehen müssen. Sie müssen die Probleme verstehen. Es gibt eine Menge von Problemen, die bei der Generierung von Daten entstehen. Ja, mein Kollege Professor Erich Murschradl-Grube ist hier dargestellt in der roten Hemd. Ich möchte mich für seine langjährige Arbeit hier im Rahmen dieser Vorlesung sehr bedanken. Wir haben diese Vorlesung gemeinsam durchgeführt und er verlässt uns ja heuer in den Ruhestand und ich hoffe, er wird uns vielleicht manchmal noch auch zur Verfügung stehen. Gut, Ausblicke und Ziele für die nächsten Jahre, die mir hier an der BOKU noch bleiben. Interdisziplinäre, kooperative, agrarmeteorologische Forschung ist mir wichtig, das zu stärken. Eine besondere Fokussierung auf aktuelle Herausforderungen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit und Biodiversität wird sicher ein großer Schwerpunkt sein. Und bei der Bildung und bei der Lehre für die Agrarmeteorologie auch ganz wesentlich Einbeziehung von Studenten und Praktikern, auch soweit es die Ressourcen zulassen, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit. Und letztlich bedanke ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, Kooperationspartnerinnen, Kooperationspartnern, für die schon wirklich jahrelange hervorragende Zusammenarbeit. Es macht wirklich Spaß, an der BOKU zu arbeiten und ich genieße da wirklich jedes Projekt und jedes Problem, das wir lösen können gemeinsam. Ein paar Literaturhinweise noch. Es gibt ein Sachbuch zur Landwirtschaft im Klimawandel aus unserem Bereich, ein Lehrbuch zur Agrarmeteorologie und Agrarklimatologie und auch im österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel 2014 haben wir auch einiges beigetragen. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld. Ich bedanke mich sehr herzlich.
Ja, lieber Professor Eitzinger, lieber Josef, danke für den sehr informativen Vortrag. Wir sehen Sie nicht, wir hören Sie nicht, wir wissen aber, dass Sie da sind. Als Wissenschaftler lernt man zu zitieren. Also das ist nicht von mir, dieser Spruch, der ist von Christoph Huber, dem Leiter von Borg & Best, wo Streaming-Konzerte stattfinden. Das geht dann weiter, dieser Spruch. Sie bekommen eine Zugabe, wenn Sie fleißig applaudieren, sodass wir es fühlen. Die Zugabe bei uns sind die Fragen, die der Professor Eitzinger beantworten kann. Wir haben noch relativ wenige Fragen über den Chat bekommen. Sie haben noch die Chance, jetzt Ihre Fragen noch anzubringen. Nützen Sie die Chance, damit wir noch ein bisschen was an Information bekommen. Ein paar haben wir aber schon bekommen. Ich darf mal gleich anfangen. Und ich nehme mir die Freiheit heraus, selbst eine Frage zu stellen. Mein Background ist ja die Siedlungswasserwirtschaft. Wir wissen ja, in Österreich sind wir ein eher wasserreiches Land. Wir haben viel Wasser. Und die Bewässerung in der Landwirtschaft ist jetzt nicht so das große Thema. Es ist aber der Bereich, der sehr stark ansteigt in den letzten Jahren. Und oft wird bewässert in der Landwirtschaft in den Regionen, wo auch die Trinkwasservorräte enden wollen sein oder enden sind, was wir in den letzten heißeren Jahren ja mitbekommen haben, auch in den Medien. Die Frage wäre jetzt, was kann die Agrarmeteorologie dazu beitragen, das Wasserdargebot oder die möglichen Konflikte besser zu managen? Ja, wie gesagt, also es gibt verschiedenste Zugänge, um Wasser zu sparen in der Landwirtschaft. Das Naheliegendste ist natürlich, bei einer Bewässerung möglichst effizient vorzugehen. Da gibt es aber auch andere Leute auf der Bucke, wie auf unser Nachbarinstitut, die sich mit Bewässerungen speziell beschäftigen, also effizient zu bewässern, die richtige Technologie einzusetzen. Was wir tun können, ist auch zum Beispiel wassersparende Methoden näher zu beurteilen, wie ich gezeigt habe bei den Hecken, was bringt Windschutz, wo kann ich Windschutz einsetzen oder wie kann ich andere wassersparende Maßnahmen einsetzen, wie zum Beispiel Minimalbodenbearbeitung oder Bodenmulchabdeckungen, die auch sehr viel Wasser letztlich sparen können, damit ich überhaupt dann weniger bewässern muss. Und auch die richtige Pflanzenauswahl natürlich, da Informationen zu liefern, ist ein Aspekt, wo die Agrarmeteorologie beitragen kann. Zur Pflanzenauswahl, da fällt mir anschließend noch was ein. Du hast gesagt, die wärmeliebenden Pflanzen nehmen überhand. Und du hast dargestellt, dass dieser Wasserbedarf mehr durch Bewässerung bedeckt werden muss, also mehr der blaue Fußabdruck. Und kann man jetzt sagen, dass die wärmeliebenden Pflanzen oder die Nutzpflanzen dann generell einen höheren Wasserbedarf haben als die nicht wärmeliebenden? Kann man das so generell sagen? Ja, also wenn zum Beispiel wärmeliebende Pflanzen sind, oft natürlich Nutzpflanzen, die auch über den Sommer ihre Wachstumsperiode haben. Ja? Zum Beispiel der Mais. Ja? Wenn der in Regionen angebaut wird, wo generell viel Trockenheit herrscht und viel Bewässerung nötig ist, wie im Machfeld, wird das dann zu deutlich höheren Wasserbedarf führen. Also hier sollte man sich überlegen, es gibt auch wärmeliebende Pflanzen, die viel weniger Wasser verbrauchen, wie zum Beispiel statt Mais Hirse anzubauen. Hier gibt es auch Zukunftsalternativen, die möglich sind. Aber man muss die Pflanzenauswahl und die Fruchtfolgen mittel- und langfristig wirklich überdenken. Und da gibt es auch schon einige Studien dazu, auch ökonomische Studien, auch auf der BOKU, die solche Kombinationsmethoden abschätzen. Ja, wir haben jetzt auch eine neue Frage von Facebook bekommen. Über Facebook, nicht von Facebook. Ich lese das jetzt vor. Was denken Sie, welches Potenzial hat Geoengineering für die Landwirtschaft, um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken? Tja, also ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, welche Technik damit gemeint ist. Ich nehme an, also Sequestrierung von Kohlenstoff im Boden. Das hat natürlich Potenzial, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig ist zuerst einmal aber, weiteren Humusabbau zu vermeiden. Der Kohlenstoff, der schon im Boden ist, den muss man einmal drinnen halten, weil es auch relativ schwieriger wird bei wärmeren Böden in Zukunft, dass es verstärkten Humusabbau führen kann. Und wichtig im Zusammenhang wäre natürlich auch den
bei den Kohlenstoff über Pflanzenwurzeln in tiefere Bodenschichten zu bringen. Dort, wo er dann wirklich permanent also vorliegt und nicht mehr abgebaut wird. Da gibt es auch schon Überlegungen, wie man Tiefwurzler einsetzen kann und so weiter. Jetzt kommt noch eine schwierige Frage. Und zwar, der Herr Rektor ist hier, der Institutsleiter ist hier, da kann, vielleicht kannst du jetzt was gewinnen. Wenn du 1 Million Euro Forschungsbudget bekommen würdest, das du einsetzen kannst, wie du willst, was würdest du machen? Ja, ich würde wahrscheinlich einen größeren Projektverbund aufziehen, wo also die Praxis wirklich stark eingebunden wird. Zum Beispiel auch Experten aus der Landwirtschaft, Landwirtschaftskammern und Landwirtschaftsschulen auch, wo man also Forschung, die man normalerweise in normalen Projekten nicht machen kann, weil die Zeit sehr begrenzt ist, es gibt Deadlines, das muss man länger anlegen, das ist sehr zeitraubend, auch mit den Praktikern, mit der Praxis zu interagieren, so ein Projekt aufzustellen, das über längere Zeit laufen kann, wo man dann auch der Praxis mehr zurückgeben kann. Okay, dann hoffen wir, dass das auf gute Ohren gestoßen ist. Vielleicht hat ja die BOKU irgendwann mal Mittel übrig für so ein Projekt. Oder irgendwer, irgendein Zuhörer oder eine Zuhörerin hat ein Ohr dafür gefunden. Von den eher zukünftigen Sachen etwa eine konkretere Frage haben wir noch bekommen. Woher bekommt man die besten Wetterdaten? Jetzt nicht jetzt für unser Wetter, aber speziell, wenn man für Simulationsanwendungen das verwenden will. Was gibt es da für Quellen? Ja, also es kommt darauf an, für welche Anwendung jetzt letztlich genau man die Wetterdaten braucht. Aber die am naheliegendsten Quelle für hochqualitative Wetterdaten ist natürlich heute die ZAMG, also der Nationale Wetterdienst, wo die Daten jetzt auch frei für die wissenschaftlichen Forschungen zur Verfügung gestellt werden. Es gibt also ein neues Downloadportal, ein Abkommen der BOKU mit der ZAMG, wo diese Daten jetzt auch wirklich leicht zugänglich sind und frei verfügbar sind. Das war schon höchste Zeit. Wir haben dann schon sehr viele Probleme in der Vergangenheit gehabt, um Daten letztlich zu kriegen und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Datenverfügbarkeit also zu verbessern. Ja. Ja, und letztlich, wenn es um spezielle Anwendungen geht, also was weiß ich, also mikroklimatische Phänomene also, oder die Wetterdaten in einem eigenen Feld zu messen, wenn man ein Problem hat mit einer Krankheit oder ein Pflanzenschutzmodell laufen lassen will, da bietet sich natürlich an, eine eigene Wetterstation, die speziell dafür gibt, in den Weingarten zu stellen zum Beispiel und das Mikroklima in den Weingärten zu messen. Da gibt es verschiedene Angebote auf dem Markt, die schon quasi die Wetterstationen auch mit den Vorhersagemodellen für verschiedenste Krankheiten mitliefern und die sich über langjährige Erfahrung jetzt schon in der Praxis auch sehr gut eingependelt haben. Wir haben noch eine Frage bekommen und zwar geht es da um die Versteppung im Osten von Österreich oder die Gefahr der Versteppung. Und die Frage ist, sind diese Windschutzanlagen, die du ja auch erwähnt hast in deinem Vortrag, ist das die einzige Möglichkeit, das zu verhindern oder aufzuhalten oder gibt es andere Dinge, die man machen könnte? Ja, wie ich schon angesprochen habe, es gibt auch andere Methoden. Also Windschutz bedeutet letztlich nichts anderes. Also man hat also in der Landschaft ein Hindernis, ja, das etwas größer ist. Dadurch wird die Rauigkeit in der Landschaft erhöht, das Windprofil verschiebt sich nach oben, die bodennahe Windgeschwindigkeit nimmt ab. Das kann man auch erreichen, indem man zum Beispiel in einem Feld höhere und niedrige Nutzpflanzen nebeneinander, zum Beispiel in Form von Streifen anbaut. Das kann auch sehr im Kleinen dann diese positiven Wirkungen haben. Und kombiniert dann noch mit Mulchdecken, mit effektiven Mulchdecken, die die Verdunstung von der Bodenoberfläche weg verhindern, und mit Minimalbodenbearbeitungen, also vor allem diese kombinierbaren Effekte, die erreichen dann wirklich also deutliche Wirkungen. Okay, ich schaue noch mal zur Technik, haben wir noch eine Frage? Ja. Gut, dann, wie groß ist das Potenzial von Agrophotovoltaik in Österreich? Tja, das hängt jetzt ganz davon ab,
Agrarphotovoltaik, das ist also quasi, wo, darunter versteht man, dass Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Nutzflächen betrieben wird und jetzt nicht auf Dächern zum Beispiel, auf den Dächern auch sehr viel Potenzial ist in der Landwirtschaft, dass sehr viele Dachflächen vorhanden sind. Aber das Potenzial ja, ist da natürlich. Man kann also gewisse Effekte kombinieren. Man kann ja auch mit unter den Anlagen auch noch quasi Nutzpflanzen anbauen. Es hängt von der Kombination ab oder es können Schafe drunter weiden. Es gibt so Kombinationsmöglichkeiten. Was natürlich dann auch wichtig wäre, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt das in größeren Flächen macht, gibt es auch mikroklimatische, lokalklimatische Effekte dieser Anlagen. Ja, da kann sich das Lokalklima etwas verändern und das wieder zurückwirken, positiv oder negativ auf die Nutzpflanzen, die zum Beispiel zwischen den Reihen der Photovoltaikanlagen angebaut werden. Aber generell ist also ein Potenzial da. Es gibt potenzielle Flächen auch zum Beispiel, die weniger produktiv sind, wo man so etwas aufstellen könnte. Aber letztlich also würde ich sagen, also die Flächen in der Landwirtschaft sind ja begrenzt. Wir kennen das Problem der Bodenversiegelung. Also wir müssen Flächen, die wir jetzt für die Landwirtschaft haben, auch möglichst frei halten von Verbauung. Ja? Und letztlich also die Flächen, die frei werden durch Intensivierung, dann nicht zubetonieren, sondern vielleicht der Natur wieder zurückgeben. Weil hier haben wir ein großes Problem, nämlich das Biodiversitätsproblem. Eine Frage hätten wir jetzt hier noch, und zwar zwei Begriffe, die weitaus bekannt sind, wie Big Data oder Machine Learning. Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus für die Agrarmeteorologie? Ja, es gibt sehr viele Anwendungen, vor allem im Bereich der Precision Farming Methoden, wo also solche Technologien eingesetzt werden können. Man muss aber halt auch begreifen, dass es keine Information liefert über die Prozesse, die dahinter stecken. Ja. Es liefert uns quasi eine Auswertung verschiedener Einflüsse auf das Ergebnis. Wir verstehen aber die Prozesse dazwischen nicht. Das heißt also, es ist nützlich für bestimmte Anwendungen, aber prozessanalysierende Modelle sind nach wie vor auch wichtig, um die Prozesse überhaupt zu verstehen, die wichtig sind. Denn wenn man vielleicht irgendwo eingreifen muss oder müsste, weiß man ja dann nicht wo. Okay, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Oder gibt es noch Fragen? Es schreibt dann. Ja, der Rektor Hasenauer hätte eine Frage. Es kommt auch eine über Facebook. Okay, vielleicht können Sie dazwischen, Rektor Hasenauer. Sie haben ein Mikrofon dort. Dann. Ihr meint, dass ich eine Frage stellen soll? Ich habe geglaubt, Sie wollten. Nein, ich wollte keine Frage stellen, wollte nur sagen, dass noch eine Frage reinkommt. Also wir sind doch nicht ganz am Ende, aber ich sehe gerade, dass wir. Der Jakob Weg schreibt emsig, damit er noch die letzte Frage formuliert. Ja? Na, es ist heute so ähnlich, wie wenn Zuschauer hier wären. Da ist auch meistens am Anfang, dauert es ein bisschen, bis die Fragen kommen und dann sozusagen muss man schauen, dass man es wieder stoppen kann. Also die Frage kommt. Danke. Eine Frage, die, glaube ich, jeden betrifft, aber auch in, so gestellt, dass sie auch mit Agrarmeteorologie zu tun hat. Wird es in absehbarer Zeit belastbare kleinregionale Langfristwetterprognosen über mehrere Wochen geben? Dann ist der Zusatz, um zum Beispiel Düngerangaben besser bemessen zu können. Ja, das ist eine gute Frage und es gibt auch gerade ein aktuelles Forschungsprojekt dazu, nämlich das Projekt AgroForecast und gemeinsam mit dem Projekt FarmID, das wir mit dem Pflanzenbau machen, wo wir spezifische Indikatoren jetzt erstmals testen für kurz- bis mittelfristige Wettervorhersagen auch über mehr als 10 Tage hinaus. Das wird jetzt gerade getestet. Also es hängt natürlich auch immer ab von der jeweiligen Wetterlage, wie gut das funktioniert. Hier muss man noch viel analysieren, aber es ist sicher Potenzial drinnen, weil sich diese Wettervorhersagen auch die mittelfristigen ja in den letzten Jahren auch wesentlich verbessert haben. Also es kann sein, dass es regional bei bestimmten Anwendungen wirklich dann bessere Analysen und Vorhersageinstrumente gibt. Bei manchen wird es vielleicht nicht funktionieren.
Gut, ich schaue noch mal. Es kommen noch Fragen. Darf ich Sie noch ein bisschen um Geduld bitten, bis wir diese Fragen wieder haben? Vielleicht, du hast zuerst erwähnt, dieses Precision Farming. Vielleicht kannst du kurz erklären, was damit gemeint ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das jeder weiß. Ja, Precision Farming auf Deutsch, also Präzisionslandwirtschaft, heißt de facto Technologien einzusetzen, wo man zum Beispiel auf einem Feld zielgenau den Dünger oder die Beregnung aufbringt. Und zwar in dem Ausmaß, wo es lokal, kleinräumig auch wirklich nötig ist, nicht zu viel und nicht zu wenig. Dadurch erreicht man einerseits den Effekt, dass man nicht überdüngt, aber auch nicht unterdüngt und man erreicht eine möglichst hohe Produktivität. Und da gibt es auch Anwendungen dann im Pflanzenschutzbereich und in verschiedenen anderen Bereichen auch noch. Die Frage, die jetzt noch reingekommen ist, welche Möglichkeiten bietet die Fernerkundung für die Landwirtschaft, insbesondere wenn es um Monitoring von wetterbedingten Risiken gibt. Ja, die Fernerkundung ist ein sehr hilfreiches neues Instrument, das uns seit einigen Jahren zur Verfügung steht, in immer höheren räumlichen Auflösungen. Man kann also damit also dadurch auch wirklich schon kleinräumige Effekte auf die Nutzpflanzen sehen. Es ist auch hier aber noch viel Forschungsbedarf nötig, weil man muss ja auch irgendwie das dann kalibrieren, welche Art von Schaden das wirklich ist an der Nutzpflanze. Ja. Also hier ist ja nur eine Oberflächeninformation, die letztlich in Zusammenhang gebracht werden muss oder kalibriert werden muss, auch mit In-Situ-Daten. Und das ist das, was uns ja auch viel fehlt, auch in der Fernerkundung. In-Situ-Daten, wo man diese Algorithmen dann besser kalibrieren kann. Aber das Potenzial ist generell sehr hoch und der Forschungsbedarf ist sehr hoch und ich bin sicher, da auch sehr gute Weiterentwicklungen geben in dem Bereich.